Hallihallo liebe Leute, ich bin Akumisch21, mal Songs, Let's Plays und Crazy Unterhaltungsvideos. Ja, heute geht's wieder weiter mit Outlast 2. Let's go, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich zock das Ganze wieder mit den Xbox One Controller auf dem PC. So. Ist natürlich bessere... etwas bessere Qualität, weil es halt mit Bandicam ist. So, okay. Ich weiß nicht mehr, wo müssen wir latschen? Hier? Anscheinend müssen wir hier lang. Wir müssen uns ducken. Ich nehme das Ganze am Tag auf. Zum Glück ist es nur einer. Ich glaube, der kommt nicht mehr zurück, oder? Keine Ahnung. Ah. Habe ich das letzte Mal überhaupt gesehen, das Teil hier? Kann man sich da nur verstecken? Oder wie? Also mir sieht es ja aus, als könnte man sich nur verstecken. Ah doch, hier. Hier geht's noch weiter. Ein Brief. Okay. Das lesen wir uns hier durch. Oh. Wo war das hier? 7. Januar. Drei weitere wurden heute zu den Beuligen geschickt. Ihre Wunden waren zum Verbergen zu Florid. Alle zusammen hatten 7 Kinder, welche Papa Knorf in meine Obhut übergab. Ich habe nun über 40 Waisenkinder bei mir, welche mich verzweifelt lieben, wie nur ein Kind es kann, welches von Eltern verlassen wurde, die es einst für so natürlich und selbstverständlich wie die aufgehende Sonne hielt. Und ich liebe sie, denn ich werde niemals selbst Kinder haben, doch habe so viel Liebe zu geben. Selbst wenn Gott sie verlässt, werde ich sie trösten und führen. Was bedeuten diese Träume? Oh Gott! Ich habe den Weg gefunden für das letzte Mal. Wow, langsam. Netz in die... Wow! Alter, ich muss verarschen. Wow. Erstmal schön in die Gedärme reingeplumpst. Schon wieder eine Tonne zu verstecken mit Blut drin.
Geist Ichu, mach mich bereit. Vater Knopf, leite meine Erlösung. Blut Ichu, gib mir von deinem Wein. Durch das getrennte Auge lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädiger Jesus, erhöre mein Gebet. Heile mich in deinen Wunden, halte mich an dich. Schütze mich vor dieser Welt und bereite mich auf dieser Teufelsstunde in der Gemeinde Temple Gate. Auf das ist deine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Amen. Aha. Okay. Okay, warte mal. Verstecken. Arsch verstecken! Da, dann ist es dunkel. Komm, renn mal. Renn! What the fuck? Ich hab keine Ahnung. There's gotta be another way. Eine Taschenlampe, vielleicht hat er Batterie? Ich glaube, da können wir nicht rüberspringen. Nee. Nimmt der auf? Okay. A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Okay. Okay, dann müssen wir hier runter. Wir kommen nicht weiter, okay. Ich glaube, da ist es Klettern angesagt. Komm. Aber wo? Hier ist anscheinend Klettern angesagt. Hier muss jemand gestorben sein. Ah, super. Toter Vogel. Wir müssen da rüber springen oder was? Boah. Junge, Junge. Du hast es noch geschafft. Du hast es noch geschafft, Alter. Dann spring. Letzte Folge kam ja nicht so richtig weiter, aber diesmal kommen wir weiter. Das ist gut. Ich hab schon gedacht gehabt, ich komme nicht mehr weiter irgendwie richtig. Aber ich bin doch weitergekommen. Ich bin doch weiter gekommen, als ich dachte. Wo muss ich hin? Ach, hier lang. Wow! Pass auf, Junge! Oh, wir müssen kriechen. Wow! Alter Schwede! Ah! Darf man irgendwas aufnehmen? Church? No, no. Some kind of heretic temple. Okay. He said she did it to herself. He said he was protecting you.
Okay. Alter. Was geht hier ab? Der zweite Teil von Outlast ist heftiger als sonst. Batterie. Nimm die, Junge. Momentan spar mir gut an der Batterie. Wie viel haben wir denn noch an Batterien? Sag mal, Junge. There's gotta be a way back to the village. Oh, wir haben 4, 5, 6 Stück. Geil. Okay, gut. Was hat er gesagt? Habe ich nicht zugehört. Müssen wir da hochklettern oder müssen wir hier rüber? Ich glaube eher darüber, oder? Sieht mir das so danach aus. Okay. Let's go! Ich bin doch gesprungen! Ey! Ich bin doch extra gesprungen, meine Fresse, ey. Church. No, no. Some kind of heretic temple. Hat er schon aufgenommen? There's gotta be a way back to the village. Ja, hat er schon aufgenommen, okay. Alter. Heftig, das habe ich ja gar nicht richtig gesehen gehabt. Oh. Junge, aber jetzt musst du springen. Okay. Jetzt musst du aber wirklich springen, ja? Okay, komm. Zeugsteck, Junge, komm. Ich probier's noch zum dritten Mal. Wenn es da immer noch nicht klappt, dann leck mich am Arsch, dann springe ich nicht mehr. Meine Fresse, ey. Church. No, no. Some kind of heretic temple. Der muss doch da irgendwie rüberkommen. Anscheinend nicht, oder ich mach das zu dumm oder so. Ich hab keine Ahnung. Naja, dann versuch's lieber das Klettern. Alter. Ich will weiterkommen hier. Church. No. Some kind of heretic temple. Okay, dann versuche ich mal das Klettern. Falls es funktioniert. Man kommt vielleicht von hier aus oder so. Nee. Nee, ich muss da rüberspringen. Da ist es wirklich zu doof mit dem Springen irgendwie. Okay. Na endlich! Beim vierten Mal haben wir es geschafft. Meine Fresse, Alter. Okay, gut. Bis jetzt wurden wir noch nicht so wirklich verfolgt. Ah, es hat einen Vorteil, dass wir gestorben sind. Die Batterie ist wieder voll. Okay. Was? Hört ihr das? Habe ich das nicht eben gesehen? What the fuck? Ich hab doch noch Leiche gesehen, oder nicht? Bin ich? Hä? Far did this go?
I'm feeling my teeth at the sound of scissors. Wie oft sterbe ich noch? Zum vierten Mal. Oh Mann, ich sollte mal lieber gucken, wo der Boden hier ist. Okay, hier darf ich nicht lang. Ich muss hier lang. Okay. Okay, weiter runter. Und ins Wasser da was? Ich glaube hier lang. Was ist denn hier los? Ah, Freiheit oder wie? Was? Nee, sieht nicht so aus. Sag mir nicht, wir sind wieder in dieser Kapelle. Alter, wieder viel zu lesen. Junge, Junge. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Okay. 9. März, noch mehr tote Kinder. Knopf sagt, in solchem Kindermord sei keine Sünde, denn sie alle sind Krieger in der Armee des Herrn. Märtyrer, die im Kampf gegen den Erzdämon gefallen sind. All die Kinder mit geöffneter Kehle und verbranntem Fleisch werden im Paradies auf uns warten. Papa Knopf sagt auch, dass unsere Sünden uns in unseren Träumen finden. Unsere Sünden finden uns in unseren Träumen. Doch meine Träume sind nichts als der Mord an meinen Kindern. Und ich erwache lachend, erregt und oft feucht von der Lust im Schlafe. Alter, ist der kranke Kopf oder so? Ich erwachte heute im Glauben, vom Blut aus dem Hals eines Kindes benetzt zu sein. Doch die Nässe war meine eigene. Die anderen haben ähnliche Träume. Wir gruben einen Tunnel, damit wir uns heimlich treffen können. Wir versammeln uns und teilen unsere Vision und suchen nach ihren Sinn. Ich spüre die Nachricht mehr und mehr, doch sie ist nicht heilig. Okay? Geht's hier rein? Oh ja. Ich gehe erstmal da hoch, weil... Vielleicht können wir da irgendwie weiter. Oder vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Vielleicht zu finden. Ein paar Kartoffeln zum Essen. Hey, da kommen wir anscheinend nicht mehr weiter. Schade. Na gut. Wir nehmen schon seit 18 Minuten auf. Wow, okay. Okay, es wird langsam wieder dunkel hier. Ein Toter. Was geht hier ab? Ein Kühlschrank. Hier kann man nicht raus. Hier kann man weiter hoch. I am.
Okay. Legt euch das mal selber durch, also hier. Ist immer so viel zum Lesen. So. Mach ich mal weiter. Okay. Müsste halt Pause machen, weil immer so viel lesen wird mir langsam ein bisschen zu blöd. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der gespeichert hat. Falls nicht, dann ja, naja. Speichern mal hier. Okay, dann Leute. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Outlast 2. Endlich mal wieder eine nächste Folge gewesen. Und in der nächsten Folge geht es wieder weiter, wenn es heißt Let's Play Outlast 2. Bis dann, euer Akumisi 21. Yeah!